Herzlich willkommen zurück zur Minecraft-WG. Diebstahl-WG. Mit dem Diebstahl-Brother. Hallo. Dem Diebstahl-Mief-Mief. Hallo. Der Ria. Und der Julian Geiste. Der Gang ist ja zu Ende, Gott sei Dank. Was? Von wo sind wir gekommen und wo waren wir noch nicht in diesem Gang? Ja, von draußen seid ihr gekommen. Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht hier lang. Warte mal, wir müssen in. Wir müssen in die Richtung. Glaube ich. Warte mal. Wieso kann ich hier die Kiste nicht aufmachen? Leckt's gerade? Ja. Ja. Ah ja, okay. Ja. Ach, du Scheiße ist hier. Ach du Kacke, ist da noch mehr drin. Sind hier Mücken? Ich habe Mücken gehört. Das kann sein. Guck mal, ich nehme lieber die Spitzhacke mit, anders die Axt hier. Oh Gott. Ohne. Oh oh, oh oh, Hilfe. Ach du Scheiße, Hilfe, was habt ihr denn jetzt wieder gefunden? Aber was machst du da? Was ist das für ein Viech? Ich weiß nicht, das war da irgendwo. Unser Haus ist zugeschneit. Hier ist eine Ash-Wespe. Alter, was hat die gedroppt? Was ist das? Stingers of Plenty. Geh mal weg, ich muss mal irgendwas wegschmeißen. Ist auf jeden Fall ein lustiges Achievement. Oh, noch ein Häschen! Ich hab keine Ahnung, lass ich hier. Leute, es scheinen hier im Winter relativ viele, Mobs zu spawnen. Hasen auch. Und was ich noch festgestellt habe, wo sie krass drauf ist, da kommt wenigstens keine. Ach, Scheiße, was ist denn hier los? Wir müssen das Schwert nehme ich auf jeden Fall mit. Wir müssen nochmal wiederkommen. Ja, unbedingt. Ja, wir müssen echt nochmal hier rein. Hier ist echt zu viel. Das kriegen wir so gar nicht alles mit. Ich hätte gerne noch Leder mitgenommen. Oh nee, ey. Oh Gott. Hier ist noch. Boah. Also, Spitzhacken und so sollten uns nicht mehr ausgehen. Echt jetzt? Okay. Hier hast du denn welche mit, weil davon hat Ria immer zu wenig. Ja, hier ist noch eine. Ich habe gar keine. Ich hatte nur die goldene und die habe ich verbraucht. Guck mal, ich habe meiner gefunden. Hier immer noch scheiße. Der greift mich an. Natürlich noch. Der hat wohl was dagegen dafür, dass wir ihn hier leer räumen. Guck mal, da ist noch mehr drin. Oh, Spitzhacken. Und Samen. Wie viel sind Samen? Nimm mal mit, komm mal her. Ich bin unterwegs. Warte mal, wo bist du? Soll ich nochmal zu euch kommen oder so, wenn ihr sagt, da ist so viel? Ich nehme die Spitzhacke noch mit. Gut, wie geht's wäre das? Wir können eh nichts mehr mitnehmen, oder? Warte mal, ich schau mal. Oder er kommt zurück und dann halt alle. Ich glaube, für heute haben wir ja genug gemacht. Ach Gott, oh Gott. Ich kann nichts mehr mitnehmen, es geht nichts mehr. Ich nehme hier nochmal die Beinschienen. Oh Gott, ich habe keinen Platz mehr. Wir müssen raus. Ich suche jetzt so langsam den Ausgang mal. Ich krieg die Kiste nicht auf. Guck mal, da ist noch. Ich hab keinen Platz mehr. Ich suche den Weg nach oben und dann bin ich weg hier. Warte mal, in welche Richtung? Wir müssen, glaube ich, erstmal in die Richtung hier zurück. Hier geht's ja Gott sei Dank nicht mehr weiter, das ist ja schon zu Ende. Gott sei Dank, dann gehen wir mal irgendwo raus jetzt. Wo lang? Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wo es lang geht. Hier glaube ich nicht. Ach du Oh nee. Was denn? Lass mich reingucken. Ach du Heilige. Was ist das für eine Waffe da? Kupferhellebarde. Nimm mal die Kupferhellebarde mit. Ich habe keinen Platz mehr. Ich nehme sie mit. Achso, okay. Ich hätte noch ein Sattelding, den ich hier lassen könnte. Dann könnte ich noch was mitnehmen. Ach du Heilige Scheiße. Hier sind auch noch mal Büsche drin. Hier, hast du noch Buschplatz hier für wintergrünen Busch? Ja. Und Samen sind auch noch. Also versuch mal. Ach Gott, ich dachte eigentlich, hier geht's lang, aber das war irgendwie falsch. Also, Maria, wir kommen jetzt raus. Wir sind auf dem Weg. Ja. Wir sind so gut wie zu Hause. Wahrscheinlich blutet mir das Herz, was so alles nicht mitgepasst hat, ne? Hier, Büsche, Primiv, komm her. Ach Gott, und Streikkolben. Noch ein Streikkolben. Ja, lass hier. Ich will auch eine Waffe. Ich nehm noch einen mit. Ich hab den Sattel hier gelassen. Ja, scheiß auf Sattel. Warte mal, welche Richtung bist du jetzt? Keine Ahnung. Ach, warte, ich sehe deinen Namen. Was ist denn hier alles drin? Ich bin unterwegs. Ich mach keine Kiste mehr auf, ich hab keinen Bock mehr. Nee, ich mach auch keine Kiste mehr auf. Das hat sich jetzt. Hier ist schon wieder Sackgasse. Also hier ist falsch. Okay.
Ja, jetzt bin ich ganz raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich richtig gekommen bin. Ich würde irgendwo Blöcke hinbauen. Achso, warte, pass auf. Ich mache das so. Wenn wir irgendwo waren, mache ich jetzt noch ein Brunnen. Und zwar, okay. Da geht's auf jeden Fall nicht weiter. So. Okay, dann gehen wir einfach mal in die Richtung. Das würde doch irgendwie Sinn machen. In Richtung Todespunkt. Das macht doch irgendwie Sinn. Scheiße. Ich habe keinen Todespunkt mehr. Ich habe die weggemacht. Ich habe noch einen irgendwo in die Richtung. Ja, das hier sieht gut aus. Folge ich kann mir. Euch nur sagen, jetzt an Seegras zu kommen, ist echt nicht mehr cool. Wir müssen einfach nur in die Kisten gucken, wenn... Ach du Scheiße, nein, lieber doch nicht. Lass das lieber. Guck lieber nicht rein. Ja, alles klar, hier ist nichts. Okay, warte mal, wo kann ich den Gang wieder zumachen? Hier ist quasi auch noch der gleiche Gang, okay. Hier kann man ja nirgendwo hin. Jetzt ja, mach mal zu. Warte mal, nee, hier gibt es ja keine Abzweigung. Oh doch, hier doch, gibt's Abzweigung, warte. Okay. So, da waren wir schon mal. Mach doch das kaputt, es geht schneller. Okay, danke. okay, warte mal, hier... ja, also wir müssen hier, auf jeden Fall noch... Komm hier. Ja, Anfang. Das sieht gut aus. Zugebaut, ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja, hier sind wir hergekommen. Hier war so viel Kram. So viel, ich so kann nicht schneller gehen, ich hab Durst und ich Hunger und... Aber was trinken kann ich was. Okay. Ich hätte noch einen letzten Rest Seetang für dich, wenn du haben möchtest. Warte mal, wo bin ich denn hier? Von hier? Ich bin hier irgendwie... Hier hab ich ja zugebaut, warum? Achso, hier! Warte hinter mal, den, hinter der Kanone, ja. Aber warte mal, hier vorne kann man abbauen, da ist... Was willst du abbauen? Ich weiß nicht. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Ich bin da. Hallo, wo bist du? So, ich kann euch zumindest sagen, es hat jedenfalls zum Schneien aufgehört. Komm jetzt raus hier. Ich musste dich ja suchen. Das ist gut, dass es nicht mehr schneit. Aber ja. Habt ihr jetzt irgendeiner noch Ziegel für mich mitgenommen? Nee, ne? Doch, ich hab 32. Mief sollte haben. 32, das ist wenigstens was. Wir haben so die Taschen voll mit irgendwelchen anderen Scheiß. Aber auch ein paar Ziegel. So, haben wir einen komischen Weg hier raus, oder? Nachdem wir 200 Mal verreckt sind, ich ganz vorsichtig. Warte mal, wo kommt man sich nochmal fest? Nee, das ist zu langsam. So, jetzt geht's. Und wenn erstmal da ist, wo die wieder Wände sind, dann kann man ja hochrennen. Sag das nicht. Ich hab's auch schon geschafft, irgendwo reinzufallen. Hier oben ist heller. Ja, ich bin unter. Warte mal, hier sind so. Ja, da sind da Blöcke zwischen. Das heißt, ich sterb nicht mehr. Ich kann schnell laufen. Richtig. Aber ja. Ich habe wieder volles Leben, das ist doch auch schon mal was. Ja, wir waren so lange da unten, ich häng fest. Hi. Aua, ich sehe nichts mehr. Ah, oben, raus hier. Guck mal, hier ist ein Rohr. Das habe ich irgendwann mal dahingestellt dann. Und jedes Mal gedacht, Radarkopf, aber doch nicht. In die Richtung. Das sieht nach zu Hause aus. Oh, guck mal, das haut alles ab, das Eis. Oh, da müssen wir jetzt, glaube ich, wahrscheinlich bald was anbauen, ne, oder? Ja, ich gucke gleich mal rein. Ich hab mein Boot irgendwo da unten gelassen, keine Ahnung, ich muss schwimmen. Ich versuche eigentlich gerade von Eisscholl zu Eisscholl zu springen, ist eine dumme Idee. Das ist eine rutschige Idee. Funktioniert überhaupt nicht. Da kann ich besser schwimmen. Wir müssen einen TNT-Run hier. Wir müssen echt noch 30 Mal schlafen, dass da mal wieder nicht mehr Winter ist, hey. Echt? Wieso? Was haben wir jetzt? 2. Januar. Geht echt immer nur ein Tag rum, oder was? Ja, Minecraft-Tag. Wie lange brauchen wir denn, bis das Zeug gewachsen ist? Das dauert ja dann Monate. Wir sollten eine Menge anbauen, wenn wir früher... Ja, ich schau mal, ich baue gleich alles, was da rumliegt, mal ab und dann gucke ich mal, wie viel Samen von was da haben. Es liegt auf jeden Fall viel rum. Bestandsaufnahme und dann direkt die Felder einteilen, dass man das Eis direkt anpflanzen kann. Eigentlich müsste ich auch noch ein paar Felder mehr bauen, aber da ist kein Platz mehr. Doch, auf der anderen Seite. Ja, da kommen noch ein paar Felder. Wie hast du das Wasser da hingekriegt, so bei den Feldern? Mit dem Eimer. Das hat aber bei uns nicht geklappt mit dem Eimer. Eben, wir konnten kein Wasser ausgießen. Boden verschwunden. Habt ihr das mit dem Holzeimer gemacht? Ja. Dann nimmt man einen Eiseneimer. Wir haben einen Eiseneimer? Ja, wir haben einen an der Wand hängen. Muss mal gucken. Der müsste da eigentlich noch rumhängen, außer den hat irgendjemand eingesackt. Der Nacht, sollen wir mal irgendwo ans Land und schlafen? Hier so links. Komm. Ja. Hier so links. So links ist cool, dann machst du ein Lagerfeuer. Wenn ich Zeug dabei hätte, um Lagerfeuer zu machen, könnte man sich das überlegen. Ja, wir zelten jetzt ohne Zelt. Sieh zu, dass du im Bett verschwindest. Moment. Ist auch überhaupt nicht. Okay, erstmal das so da raus und jetzt erstmal. Oh, schlafe! Gott. Ja. Gut, ich auch. Und. Weiter geht's. Guten Morgen. Schwert in die Hand und weiter schwimmen. Ja, denselben Move habe ich auch gemacht. Schwimmen, schwimmen,
schwimmen. Noch 350. 49, oh nein, 48, und das Press-Plated Lock wird ja schon wieder nicht reichen. 40, 39, 38, 37, 36, 36, 35, 34. Wir sind bald da, Ria. Mach schon mal Frühstück. Wir haben nichts mehr. Ich bin auch am Verhungern, das ist nicht. Hunger haben wir, glaube ich, gerade alle. Cool. Da müssen wir uns gleich mal mit dem Messer schnappen und mal ein bisschen was abbauen gehen. Ja, dann viel Spaß bei deinen Tauchspielchen. Ja. Das ist nämlich gar nicht so ohne, zwischen den Eisschollen da rumzuhabbeln. Eistauchen ist doch nichts. Oh, oh, oh. Ja, am Rand ist ja nichts. Oh, 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 oh. Wenn ihr jetzt sterbt, ich sag's euch. Nee, nee, wir sterben nicht. Oh, oh, oh. Ich würde das einfach weitermachen. Ja. Warte mal, wir brauchten eine Säge und so ein Kram, um Obstbäume uns abzubauen? Nee, um Setzlinge aus den Blättern zu kriegen, so habe ich das gelesen. Zumindest. Okay. Ich hatte schon ein bisschen rumprobiert. So. Singleplayer, wie man das hinkriegen kann. Oh, unser Haus, ich sehe es. Hier ist überall Seetang. Hier muss man gar nicht so viel... Ja, dann bringen wir mit. Eis beiseite schaffen. Ich muss erstmal mein Inventar sauber machen. Ne? Das stimmt. Ich habe kein Platz mehr. Da unten ist noch eine Menge zu holen wahrscheinlich. Ja, da ist so ein... Wir waren ja nur in die eine Richtung. Wir haben nur das eine Gitter gehabt. Ja, dann müssen wir halt wieder alle hin, weil dann mehr Inventar ist. Da gibt es ja ganz viele Gitter. Können wir das nächste Mal ja zu viert machen dann wahrscheinlich. Ja, oh, ja, das wäre schön. Das wäre eine Idee. Das wäre eine gute Idee. Eine gute Idee ist eine gute Idee. Hier liegen nur noch Samen rum überall. Ja, die sind alle abgefallen. Ich sammle das gleich mal alles ein. Haben wir noch eine Kiste, dann baue ich da eine zweite. Also, erstmal diese Rüstung oder so Kiste, das machen wir erstmal woanders hin, weil das passt viel zu nicht rein. Wir brauchen eine große Kiste für Rüstung. Ja, sehe ich auch so. Wir nehmen ja, kannst noch ganz links. Wir nehmen die hier unten an. Ach nee, da ist schon Glas drin. Da ist schon Glas drin. Da habe ich Glas reingemacht. Ich habe mal da hängt noch ein Schild dran. Überall ist was drin, weißt du, da ist kein Schild dran. Hier packen wir jetzt, dann packen wir jetzt hier Rüstung. Ich hatte keine Zeit. Ich war also mit ein paar anderen Sachen beschäftigt. So, hier Mief habe ich Rüstung gemacht. Hier unten Mief. Wo ist Mief? Hier muss ich die Decke Mief, ja auch Rüstung. Noch abbauen. Ja, ganz hinten. Hier, wo ich vorstehe, unten die. Ja. Rüstung. Warte, ich habe hier meinen Reward-Bag, ein Reward-Bag gehabt. Was? Alles klar, ich mache meinen Reward-Bag auch mal immer auf, warte. Da war eine Karotte drin. Ne? Ich habe jetzt ein Brass Cow Wheel. Kann man aus der Karotte Samen Cock-Wheel machen? Ich habe ein Cock Wheel. Guck mal, grüne Paprika. Streitet euch drum. Hier, Ria, für dich. Nicht die grüne Paprika, dass ich in Hand habe, hier. Oh. Ah, guck mal, das Fleisch kann man gar nicht essen. Okay, wo ist die Truhe? Gleich weg. Apropos, ich habe hier auch rohes Fleisch. Hatten wir eine Lederkiste? So, kann ich die Blumen in den Blumentopf... Da ist Leder. Sag mal, warum kann ich nichts in diesen scheiß Blumentopf reintun? Das ist ein Flowerpot, aber ich kann keine Blume reintun. Ach, warte mal, wir brauchen richtig viel Jute. Das ist ja... Jute? Das Leder brauchen wir, um dann Reinforced Bags zu machen. Okay. Ist ja auch überhaupt nicht... Nein, überhaupt nicht umständlich. Nee. Quatsch. Einfach ist doch langweilig oder so. Das wäre ja wirklich viel zu langweilig. Ganz einfach. Guck mal, aber Büsche habe ich unendlich. Die kann man ja anpflanzen, die verschwinden ja nicht. Die sollten wir irgendwann auch mal ordnen, die ganzen Büsche. Die pflanzen wir doch an, alle, oder? Ja, natürlich, aber die stehen ja alle durcheinander. Nö, ich habe sie eigentlich geordnet angepflanzt. Also. Ich werde mal so eine Art Gewächshaus bauen, da kann man dann schön durchlaufen und alles. Guck mal, Stachelbeere. Stachelbeerbusch hat sich gleich von alleine wieder abgebaut. Ja, manche kannst du aufeinander stellen und manche nicht. Ja. So, das musst du aufpassen. Ich habe hier zum Beispiel eine Lücke reingebaut, da habe ich die Cranberry-Busch reingepackt. Warte mal, Schneebärenbusch. Wo haben wir denn Schneebären? Ja, wir müssen das irgendwann mal richtig groß fett sortieren hier, aber da... Ja, ich werde für die Bären, werde ich auf jeden Fall so ein kleines Bärenhochhaus bauen. Bärenhochhaus? Ja, weil ich weiß schon, Gitarren... Unter und überall, lalalala. Das sind die Gummibärenhochhäuser. Dann pflanzen wir hier auch mal ein paar Bärenbüsche an. Was haben wir denn noch? Wintergrünbusch, okay. Du hast doch meine Ziegel mitgebracht, oder?
Ja. Gibst du mir die? Ja, sofort. Dann geh ich dir aus dem Weg. Bitteschön. Oh, danke. Hat geklappt. Was mache ich eigentlich mit dem versteckten Brecheisen? Kannst du damit Truhen aufknacken? Keine Ahnung. Zumindest das nicht, Irgendwann wird's bestimmt interessant. Achso, wir müssen noch dieses Rüstungs- oder so Kiste hier, da müssen noch die Rüstung raus. Warum ist denn da Sattel und Leder drin? Keine Ahnung. Also das Leder, das wahrscheinlich, weil keine Lederkiste dafür da war. Alles klar. Und man aus Leder ja normalerweise Rüstung machen konnte. So. Dann nehmen wir uns da oben mal den Eiseneimer mit für unser Farmgeschäft. Dann nehmen wir uns da mal noch die Hacke mit. Folge aus. Was, schon wieder? Ja. Folge vorbei. Geht schnell. Erschrecklich. Muss ich noch fertig schreiben, warte. Okay. Rüstung oder so. Ja klar, mach noch mehr Leerzeichen dazwischen. Ja genau. Merkt ihr, sie will nicht aufhören. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.